So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wo wir überhaupt verkaufen können. Das Scheune. Jetzt müssen wir da hin. Okay. Da Scheune, also Scheune müssten wir eigentlich dann verkaufen. Ja, haben wir die hier? Hier haben wir Scheune. Scheune ist das zweite von. Ach ja. Gut, dass das jetzt auch bleibt. Ich glaube, vorher blieb das gar nicht, ne? Musste man selber gucken. Haben wir eine Stroh hier? Das ist Heu, glaube ich. Oder ist das Gras? Nee, Scheune. Doch, 61. Was ist das? 75, das ist ja wirklich nicht viel. Wo haben wir jetzt? Haben wir auch irgendwo hier nochmal die Zeiche? Nö. Warte mal, wir können mal einen an aufpieken oder anpieken. Dann sehen wir ja mal das Zeichen. Aber der sieht schon so sehr, sehr beladen aus. Ich glaube, wir lassen es doch mal so. Okay, das ist krass. Also Heu. Wir müssen da hin. Wir haben gar kein Heu hier. Okay. Dann gucken wir mal, was das bringt hier. Hallo? Das ist aber doof. Kann man gar nicht mehr richtig von hinten fahren, wa? Muss man immer so von der Seite fahren. Wir gucken mal, wie der Reifen aussieht. Okay, die sind immer ganz so platt, aber man sieht, dass da noch ein bisschen. Also, dass da halt Luft raus ist. Oder dass er halt beladen ist. Da müssen wir das halt so machen. So fahren. Das ist auch nicht schlimm. Dann machen wir das halt, ne? Wackel, wackel. Ich wollte schon sagen, dann Gas weg. Nee, doch, leicht, aber naja. Er ist auch gut beladen. Von daher. So, mit 115 PS sollte er ja schon einiges schaffen, aber. Alles in Ordnung. Würde ich sagen. So, gib Gummi hier. Wenn ihr irgendwie so ein Bollern hört. Hier in der Nähe wird gebaut. Ich bin dafür nicht erfreut, aber naja, steckst du ja leider nicht drinne. Ist so. Schade, aber naja. Was willst du machen? Kannst du nichts machen. Außer mit ganz viel YouTube-Money, das ich nicht habe, Flächen kaufen, aber habe ich ja leider nicht. Naja. Also muss man glücklich sein, was man hat. Ja, was man hat. Was immer zum Mögen. Ne? Sind da irgendwo ein bisschen. So, dann gucken wir mal, ob das gleich so abgenommen wird oder ob wir das. Entladen müssen oder so. Das ist ja schon einiges. Für einen Ballen 400? Okay. Das geht ja noch.
Das geht ja. Wir hatten eben 400 noch was gekriegt, ne? Für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 10. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir uns gleich den anderen noch holen. Dann haben wir plus minus 0. Oder ob wir das wirklich sein lassen sollten. Da passt er 16 Stück drauf. Wir haben auch voll gebremst hier, also voll angehalten. Ob wir diesen hier voll füllen nochmal und ob wir uns dann den anderen dann leihen. Ah, wir gucken mal, wir fahren da mal eben hin und gucken wir mal, was da noch so am Ballen liegt. Und dann muss ich auch mal eben aufs Klo und mir mal eben was zu essen besorgen. So viel Sinn ist es gar nicht mehr, sehe ich gerade. Es lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Wir haben da 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne, das lohnt sich nicht. Dann lohnt sich nicht. Machen wir eben aus und nein, ich wollte mal eben gucken. Wir brauchen einen Grubber. Oder 300 PS. Mal 20. Kostet 16.000. 1200 zum Mieten. Oder holen wir gleich einen zum Grubbern und so. Eine Sämaschine, die alles gleich mitmacht. Kostet, Costa Quanta. Was ist jetzt da der Unterschied zwischen der und der? Die braucht nur 108. Mal 10. Die düngt auch gleich mit. Die auch. Hundertachtzig PS, 6 Meter, 200 noch was. Die braucht 150, ja natürlich. Okay, dann würde ich aber eher sagen, wir nehmen die hier statt die hier. Kostet 3000. Kein Grubbern oder Pflügen nötig. Mit dieser hier. Ich glaube, das machen wir dann auch mal. Gleich. Weil, wenn wir jetzt so eine hier kaufen würden. Ich sag mal, die hier. Kostet 2400. Plus den Grubber. Obwohl, hier brauchen wir auch keinen Grubber. Wir bräuchten noch einen Düngerstreuer dann. Düngerstreuer, Düngerstreuer, da.
Also 4000. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Auf jeden Fall müssen wir hier noch ein paar Ballenrunner holen. Oder? Und ich würde aber sagen, ich mache mal eben eine kleine Pause. Was heißt eine kleine Pause? Also, mal aufs Klo gehen. Ich mache mal eben ein bisschen Musik an und dann lasse ich das mal eben so stehen hier, würde ich sagen. Nicht? Machen wir das mal so. Oder wollen wir zu den Pferden? Komm, wir gehen mal zu den Pferden. Habt ihr noch ein bisschen zu gucken? Gut. So. Und dann bin ich sofort wieder da. Wir machen noch mal ein bisschen Musik an. Dann ist das nicht ganz so leise für euch. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Also, ich bin gleich wieder da.
So. Hab aber auch nur einen Keks gegessen. So. So. Ach so. So. Ich muss ja auch nochmal eben. Natürlich. Radio ausmachen. Ausmachen. Junge, Junge. Ja, wie bin ich jetzt noch weiter hier hinten gefahren, wa? Fahren wir mal ein bisschen weiter hier wieder vor. Oder wieder was zu den Zehen hier. Wir gucken mal, was die Pferde da so haben. Heu ist voll. Und ich glaube, da brauchen wir nur einen Ballen. Okay. Wenn ich jetzt eine Fuhre nur hinbringe. Aber jetzt eine ganz volle. Wir hatten jetzt, da hatten wir 4, 8, 9, 10. 10, ne? 10. Wenn wir 10 Ballen und den Rest nochmal verkaufen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt mit so einem Ballen halt hinkommen, ne? Das ist ja auch wieder so. Können wir eine Stufe schneller machen. Also Zeitzyklus. So. So. So, dann machen wir nochmal einen Anhänger voll, den bringen wir nach Hause. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal eine Mission an. Was für eine wir da haben, oder was wir da welche haben. Erstens glaube ich, dann werden die Felder wieder günstiger. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich gehe da jetzt mal von aus. Und ja, zweitens kriegen wir dann ja noch ein bisschen Geld. Vielleicht können wir uns noch mal ein oder zwei Pferde leisten. Wohl eher nicht, weil wir brauchen erstmal was anderes. Erstmal brauchen wir Getreide und Futter und so. Das ist erstmal wichtiger als noch mehr Tiere. Ich glaube, zwei reichen auch erstmal. Danach können wir noch mal einen holen oder zwei. Ich weiß auch gar nicht. Die sollen auch ziemlich viel bringen. Gucken, müssen wir auch mal gucken, wie lange das eigentlich dauert. Ansonsten könnte man sich ja... Ich habe irgendwie mal was gehört von 50.000 einzeln Pferd. Warten wir mal ab. Gucken wir mal, ne? Hoppala. Bisschen schief hier, oder? Ach, ein bisschen. Bisschen sehr, aber naja. Genau, wir brauchen auch noch mal einen Unterstand noch für Futter und so. Den bringen wir auch noch mal. Und was brauchen wir noch? Halt eine Seemaschine und vielleicht noch mal einen Kobo und so. Aber wir müssen mal gucken. Erstmal das eine hier fertig machen und dann sehen wir weiter, ne? Und was mir noch eingefallen ist. Am Hof haben wir ja auch noch, ich sag mal, ein Feld. Den müssen wir ja auch noch ein bisschen bearbeiten, weil so, finde ich, sieht das halt ein bisschen doof aus. Da wollte ich ganz gerne Gras hinsäen. Dann haben wir dann nochmal Gras zum Nachmachen, also Heu nachmachen. Und wenn wir halt uns erweitern, vergrößern oder so, dann hat man da nochmal eine Fläche. Ja, die
Bäume, die da oben, die gehören uns nicht. Nur die Bäume am Hof, die gehören uns. Ist so. Ich weiß auch gar nicht, ob die Bäume vielleicht viel bringen für den Anfang. War eigentlich ist Forst nicht so mein Ding. So. Alles müssen wir halt alles nochmal ausprobieren und gucken und so. Ich weiß nicht, ob, wenn ihr mal auf was Größeres Lust habt, also wirklich was Großes, da habe ich was auf der USA-Map gemacht. Da habe ich wirklich mal auf große Sachen gesetzt. Ich glaube, das hatte ich aber auch schon mal erwähnt, glaube ich, gehabt. Aber da ist ja mit dem Kuhstall, meine Güte, am Anfangshof da groß kannst du nicht machen, weil dafür ist der Platz nicht groß genug. Oder doch? Ja, aber es ist eigentlich irgendwie so alles ein bisschen verbaut irgendwie, finde ich. Naja. So optimal ist es noch nicht gebaut oder geregelt worden. Den Anfangshöfen. Ja, es ist auch in Ordnung, dass man halt sich immer was dazu kaufen muss. Da habe ich jetzt auch wieder nichts dagegen. Aber ja, an den Geräten, an den Schuppen und so, das ist da so ein bisschen so. Das gefällt mir nicht ganz so. Da habe ich mir mehr erhofft oder gewünscht. Das ist so ein bisschen schwach, würde ich sagen. Aber wie gesagt, die fangen ja jetzt an damit und die Anfänge waren ja in 17 ja angedeutet. Hier haben sie es ja schon mal sehr gut ja übersetzt oder umgesetzt. Ja, warten wir mal auf den nächsten Teil, dann sieht das bestimmt noch ganz anders aus. Okay, nicht optimal, aber halt, ja, ist jetzt nichts. Wir brauchen noch 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder machen wir hier nochmal 2 und den Rest dann. Wir brauchen noch 4. 1, 2, 3, 4. Und dann 8. So, wir machen noch zwei. Also eine Lage machen wir oben drauf. Und dann würde ich sagen, den Rest verkaufen wir mal. Oder auch eine Fuhre verkaufen wir, sagen wir mal so. Den Rest nehmen wir dann nochmal wieder nach Hause. Oder machen wir das anders? Machen wir jetzt hier nochmal ganz voll. Also noch eine Lage voll und den Rest nehmen wir mit nach Hause. Auch machen, ne? Glaube, das wäre dann besser. Das ist besser, jetzt weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, das wäre dann auch noch in Ordnung. Da haben wir noch mal Geld, aber ich möchte trotzdem noch mal wie heißt jetzt so eine Mission mal machen, weil, na, wieso nicht? Toll. Das haben wir gut gemacht. Ich habe gesagt, bis 5:30 wollte ich machen. Mal sehen, vielleicht auch bis 5:45. Wir fahren ja jetzt auch nur hier so rum. Das geht mir nicht schnell genug. Aber so ist das halt, ne? In der Wirklichkeit geht das auch nicht schnell.
geht's auch wirklich nicht schneller. Okay. So, müssen wir das mal hier ein bisschen beiseite schieben. Toll. Das war einmal daneben. Einmal daneben, einmal weg hier. Machen Sie bitte Platz. Denn wir brauchen Platz. Ich hoffe mal, dass wir das so hinkriegen. Wenn nicht, wäre es halt ein bisschen doof, aber naja. Doch, das müssen wir gleich sogar hinkriegen. So, dann legen wir den da oben rauf. Ich hoffe nur, dass wir den auch da wieder zwischen kriegen. Ich hoffe mal. So. Ah, das sieht doch gut aus. So. Da sieht sehr toll aus. Okay, den lassen wir da mal liegen erstmal. Bevor wir den wieder irgendwie runter kicken werden oder so. Das möchte ich ja nicht. Toll. War ich sehr gut.